Hallo, grüezi miteinander und wie ihr seht, bin ich nicht Hollywood Reporter Lawrence. Nein, ich bin schwarz. Ja, und da er nicht hier ist und mit dem Preisgeld von der letzten Quizshow durchgebrannt ist, wahrscheinlich sitzt er irgendwo auf einer Karibikinsel und schlürft Longdrinks. Deswegen muss ich mich selber interviewen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Mola Adebisi. So funktioniert denn das nicht? Ja, hat ja doch noch geklappt. Was soll der Scheiß? Das sollte wohl eher ich dich fragen, ne? Wenn ich dich frage, fragst du auch mich. Du und ich sind eins. Das soll jetzt hier keine philosophische Runde werden. Wir wollen nur wissen, was du jetzt so tust. Ja, das hat man doch gesehen, oder? Nein, nicht das eben. Wir wollen wissen, was du jetzt so tust. Was hast du so für Projekte am Start? Gilt das nun als Monolog oder als Dialog? Ah, schleich dich nicht drum rum. Was machst du so? Was hast du für Projekte am Start? Oder machen wir es anders? Was hab ich denn für Projekte am Start? Was mach ich denn so? Du machst Apps für iPhone- und Android-Geräte. Du hast ein Buch geschrieben, von Rassenhass bis Promi-Hype. Du hast eine neue Fernsehsendung auf D-Max, ein Automagazin, ja? Autolabor, 23.02. 14 Uhr, Viertel nach zwei kommt. Das musst du doch wissen, oder? Und noch andere Projekte, tausende. 1993 bis 2004 habe ich bei Viva gearbeitet. Hat mich das geprägt? Ja klar hat Viva dich geprägt. 10 Jahre Musikfernsehen. Du hast die größten Stars der Welt getroffen. Jede Woche kam jemand anders. 3 Stunden Live-Sendung, da wirkt man einfach anders. Mit 19 Jahren zum Fernsehsender, mit 30 aufgehört. Also in der Musikbranche ist das schon mal eine ordentliche Karriere. Jetzt sei doch mal stolz darauf. In meiner digitalen Form war ich schon in den schönsten Stuben der Schweiz, aber war ich schon mal physisch hier in Basel. Natürlich warst du schon mal in Basel, du Sparfuchs, bist mit EasyJet geflogen und dann mit dem Zug bis Luzern, um dann nach Küsnach zu kommen. Was für ein schwachsinniger Scheiß, um 100 Euro zu sparen, so einer bist du, ne? Darf ich jetzt auch mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Also mich würde interessieren, wie war dein erster Sex? Nein, du musst fragen, wie mein, also dein erster Sex war. Dein Sex ist mein Sex. Aber frag nicht mich, also frag dich selber. Wie war mein Sex? Wie mein Sex, nur schlechter. Wie jetzt? Realer Sex ist besser als digitaler Sex. Und du bist digital. Ein Schnipp und du bist weg. Nein, du! Ah, hier läuft ja gar nichts. Dafür läuft sie ja umso mehr. Sehr verehrte Damen und Herren, ich bin stolz, Ihnen die Quizshow aller Quizshows vorzustellen. Get the Super Point. Ladies and Gentlemen, here is the most magnificent princess in tonight. Are you ready? Heute wird super gepunktet. Die Regeln sind ganz einfach. Keiner verliert. Sonst ist wie immer alles erlaubt. Grüezi miteinander. Hallo. Hallo. Du bist heute dabei? Nur eine ganz einfache Frage. Ganz einfach. Doch. Ah! Du heißt? Rücken. Nicht schämen. Ist ganz schwierig. Nicht schämen. Einfach umdrehen. Nicht schämen. Schämen sich alle hier. Game is called the Super Point. Wie weit ist es von hier bis zum Flughafen in Los Angeles in Kilometern? Schätz mal. 235.000 Kilometer. Die Regeln sind ganz einfach. Keiner verliert. 235.000 Kilometer ist richtig! Also es geht um den Superpunkt, ja? Und ist eine ganz einfache Frage. Wie hoch ist das Hollywood-Zeichen, der Schriftzug? Wie hoch? 50.
Das ist richtig! Herzlichen Glückwunsch, yeah! Und den kriegst du, den Superpoint. Den kannst du auch behalten. Du bist jetzt die Gewinnerin des Superpunktes. So. Das, sie hat jetzt den Superpunkt gewonnen. Und was machst du jetzt mit deinem Preis? Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ah, nein, nein. So sehen Gewinner aus. Aus wie vielen Inseln bestehen die Malediven? Schätz mal, was denkst du? What's the tallest and biggest building in the world? 1500, also 1500? No sé cómo se dice, no sé cómo se dice. No sé cómo se dice. Oh, you're right. Perfect. Das lassen wir gerade noch durchgehen, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Superpunkt. The Superpoint. Und das ist jetzt wie bei einer indischen Hochzeit. Heila, heila, mette, margaride. Dejo, dime, chai, cargaide. Wahnsinn. Was machst du jetzt mit deinem ganzen Geld, mit den ganzen Punkten? Ja, shoppen. Zum Schluss möchte ich noch von meinem alten Ego wissen, wie der Abend so war. Hey, oh. Baby. Boah, das machst du nicht noch einmal. Unglaublich, aber wahr. Das war Hollywood at Bar Rouge. Weitere Videos findet ihr auf www.starnights.com. Die heißeste Impression kriegt ihr jetzt noch mal zu sehen. Ich bin schon mal weg am Audi F5000 Pace. Bow, 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 bow.